Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Bier mitbringt. Flens oder Guinness trinke ich. Dankeschön. Michael! Tag 1! Wow, wir spielen Addams Family, das Musical auf dieser Bühne. Und hier ist die liebe Juliane und die muss sich nachher noch auf alt schminken, damit sie älter aussieht als jetzt. Genau, man sieht, ich bin viel zu jung. Genau, und man kann dir Falten machen wie sonst was, du siehst immer noch jung aus. Also auf jeden Fall, welches Stück spielen wir nochmal? Spielen wir hier jetzt 10 Tage lang die Addams Family und hier ist der So, ich glaube, Stina führt uns jetzt mal ein bisschen rum hier. Da sitzen die Leute, das sieht man ja. Bist du gleich mit einer Maske dran? Ja, wie viel spielen wir uns? Was ist das hier, Stina? Krempe. Nee, was ist das hier? Ein Stuhl. Das ist ein Stuhl. So sieht das von oben aus. Und das hier ist die Maske. Also, hier können wir uns dann aufhalten und davor ist dann halt die Tür. Achso, und wo ist die Band? Ja, wie wir sehen, ist hier gerade die ganze Band versammelt. Hier wird noch gesaugt, hier wird dekoriert. Oh, voll schön, oder? Cool. Hier werden noch Szenen durchgegangen. Hier im Eingang gibt es eine geile Fotoshow. Ey, Clemens, ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ey, Clemens, hast du Stoff? Eine Menge. Ist guter Stoff? Weiß ich noch nicht. Nimm noch eine Schere. Ja, hier ist keine. Patricia, wenn Patricia das schafft, muss ich das ja wohl weiß auch. Weißt du, die schafft das? Ja, guck mal, du musst das ja, guck mal hier, die Frauen, die arbeiten mit Köpfchen. Das ist ja immer noch schwer, auch wenn man das auseinander... Okay, ist komm, immer noch schwer. Jetzt auf der Seite, nicht auf der, so tauziehenmäßig. Während hinter mir schon Watte zerrissen wird, wollen wir doch mal gucken, wie es denn gleich hier damals hinten so weit mit dir tauziehen. Bitte, was denn? Sie ist nicht genug Gegengewicht, glaube ich. Ja, wieso fragst du mich denn dann? Ah, ich kenne das. Ihr baut jetzt so einen Wirrwarr und dann muss man da rumspringen. So Gummitwistern, wie das früher immer gemacht. Ich kann jetzt halt auch keine Schere mehr holen. Das wäre ja peinlich nach den langen Versuchen. Nee, das geht nicht. Naja, ich könnte das dann rausschneiden. Verstehst du? Rausschneiden. Ich könnte auch das ganze Video nur darüber drehen eigentlich. In der Zeit hättet ihr ja schon lange eine Schere holen können. Normalerweise hat man sowas doch am Machen, ne? Sorry, ich darf das regnen. Ja, aber ich hole die Schere erst raus, wenn ihr fertig seid. Das ist viel lustiger. Was hast du denn? Nee, ich wollte euch einen Schlüssel geben. Das kann man ja auch mit dem Schlüssel machen. Yeah! Woo! Yeah! Ich eröffne hiermit diesen Baum. Ist das Orchester bereit? Ready. Oh, sind das viele. Klingt auch dementsprechend. Es geht los. Oma, es geht los. Es geht los. Die haben gerade schon Fotos in die WhatsApp-Gruppe gepostet, wo draußen die Schlangen stehen. Im Regen. Es geht los, Michael? Es geht los. Was geht los? Generalprobe, Simon. Du musst gleich spielen. Schauspielen auf der Bühne. Dort hat jetzt noch keiner gesagt. Ich spiele Malcolm Beinecke. Ja, okay. Oder ich bin die kleine Winnie. Spielt doch alle, wen ihr wollt. Egal, geht los. Das war eine gelungene Premiere. Yeah! Das bleibt ja alles ein Geheim. Und wir gehen jetzt gleich raus, ich zieh mich ganz schön auf. Hey Simba! Simba freut sich auch. Wird man gleich, von Simba empfangen hier. Michael, es hat gepiept. Wir dürfen raus. Ich bin auch genau umgezogen gerade, aber ich sehe immer noch so aus, wie ich aussehe. So, mal gucken, ob heute jemand JT Bier mitgebracht hat. Ich bin gespannt. Hey, hat Das Maul hier mitgespielt? Ganz große Frage. Oh, danke. Wunderbar. Hab mich sehr über dich gefreut. Danke. Ich muss sagen, ich habe es mir gut vorgestellt. Es ist perfekt geworden. Wow. Also wirklich, ich war hin und weg. Cool. Ich hatte mal mehr Haare. Ich habe doch volle Haarpracht, siehst du nicht? Ja, okay, ja. Und lieber so ein imaginäres Haar gemacht. Ich fand es unfassbar super. Und mega. Gänsehaut, oder? Jenny ist heute auch hier. Hat sich gelohnt. Ja. Ich würde sagen, gelungene Premiere, oder? Ja, und jetzt kommt Tag 2. Es geht weiter und ich habe meinen Kopf heute so glatt bekommen wie noch nie. Oh. Aua, aber deine Haare pieksen. Das ist ja creepy. Also, habt ihr schon mal eine Glatze angefasst? Das ist ja wie eine große Brust eigentlich. Ohne Nippel. Aber ein bisschen hart. Ja, ist heute sehr glatt. Dass am Schluss mir so die Tür aufgehalten wird, ne? Weil ich mit der Rakete durchrase.
steht Clemens immer in der Probe, hat er immer so, wir mussten uns die Tür ja vorstellen, und stand da hier mal so, hat die Tür aufgestanden. So, jetzt kommt die Generalprobe. Clemens steht hier, macht mir die Tür auf und ich symbolisiere, da ist jetzt eine Tür, er so, oh. Ja, für einige ist das heute die Premiere. Für die beiden ist das heute Premiere. Und für die in diesem Kostüm eigentlich auch. Und für Hannah auch. Ich bin so aufgeregt. Wie, du bist so aufgeregt? Ja, das ist... Die Menschen sind schon drin. Ach, du warst doch schon mal auf der Bühne. Ja, aber trotzdem. Du musst doch eine rauchen, das beruhigt. Oh Gott, im Nachtsichtmodus bist du noch gruseliger. Helferin im Hintergrund. Björn hat auch immer viel zu tun hier, wie man sieht. Es ist gerade Pause und so sieht das dann hinter der Bühne aus. Das war die zweite Premiere! Meine Premiere. Deine auch, ja! Meine auch. Selbst die Band ist ja diesmal zweigeteilt. Double Bass sozusagen. Double Bass. Heute war der zweite Tag und für mich der erste Tag Premiere heute und es war richtig geil. Das Publikum war klasse, die Band war klasse, die Darsteller waren klasse, alles war klasse, das war richtig geil. Das hat so Spaß gemacht. Ah. Lötsch hat heute meine Rakete repariert. Ja, nicht gar nicht. Ah, kein Problem. Ja, dich habe ich gehört, mehrmals. Du siehst furchtbar aus. Du siehst furchtbar aus. Er sagte, steht mir. Nein, jetzt bin ich auch noch mit diesem Glatzkopf auf einem Bild. Ja, bist du. Finja ist nämlich eine lange Zuschauerin. Ja, danke. Freut mich. Dass ihr mal hier seid. Meine alte Heimat ist hier. 14 Jahre hat es gedauert, bis sie mal hier. Guck mal, die Kleine ist schon groß. Erwachsen? Die Kleine ist erwachsen geworden. Cool. Schön. Bierzähler startet. Bier Nummer 1. Er hat's geschafft. Hast du Geld gesammelt? Wir haben noch niemals so viel Geld für unsere Spendendose bekommen wie jetzt. Wie stehst du da? Was machst du? So stehst du da? Dann musst du eigentlich noch sagen. Ich lege einfach etwas Geld in die Dose und keinem wird etwas passieren. Nimm alles, was ich habe. Nimm alles, was ich habe. Boah. Danke. Wir betteln hier nicht. Es ist natürlich immer noch freiwillig. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt doch auch. Was hat sie denn hier Leckeres gemacht? Das war der zweite Tag und jetzt kommt... Tag 3! So, Gomez ist ziemlich aufgeregt, glaube ich. Es ist nicht so leicht, sein Cello darunter zu bringen. Wir sind nicht nur Schuhpartner, sondern auch Fettzubacker. Yeah! Zweimal ein Klatschen für beides. Yeah.